Willkommen zu Pokémon Schild. Wir werden heute unseren wichtigsten Kampf ever haben. Denn der ist gegen den Champion der Galar-Region, Deleon. Und wir müssen gewinnen. Wir müssen einfach. Da steht er schon und wartet uns auf mich. Spürst du das? Den Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerrängen? Ich liebe beides. Du nicht auch? Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr, als sich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team alles zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihren Bällen. Sie wollen endlich kämpfen. Geil, ist es soweit. It's Champ Time. Ich bin Deleon, der Champ der Galar-Region. Zusammen mit meinem Partner-Pokémon Glurak und meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Ist das so, Deleon? Ich werde mein Bestes geben, dich in den Boden zu rammen. Moment mal, was zum... Seht ihr da auf dem Bildschirm? Seht nur! Was ist das? Was? Hä? Ah, hallo, willkommen, Deleon und Maike! Was? Oh nein. Ich habe soeben die Finsteren Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galars zu retten. Aber leider wurde dabei gefährlich hohe Mengen Energie freigesetzt. Vollidiot! Oh shit! Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Deleon. Er ist doch böse. Verdammt, wir müssen den Kampf abbrechen! Das gibt's doch nicht! Ich wollte gerade kämpfen! Deleon, Maike! Das war doch das Stadion von Claw City, oder? Was hat Rose da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig vergessen von irgendeinem Problem erzählt. Versessen von irgendeinem Problem erzählt, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City, das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rose besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. It's Champ Time. Hey, warte, Deleon, du war... Und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City nur wieder verläuft? Dann lass uns mitkommen. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war ja nicht mehr stark genug, um dich zu besiegen, Maike. Ich helfe dir. Danke, aber wie? Moment. Rose meinte, er hätte die finstere Nacht eingeleitet, stimmt's? Das ist doch dieses Ereignis aus der Legende, als plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wie kann er sowas einleiten? Und woher kenne ich den Begriff gleich nochmal? Von der Heldenstatue? Ah, jetzt erinnere ich mich. Sanya hat uns von der Heldenstatue in Ancient City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwertes und dem Schildes die finstere Nacht beendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollten. Was denkst du? Wo wir es finden könnten, Maike? Im Schlummerwald natürlich. Bingo, im Schlummerwald! Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon. Ach, das checkt erst jetzt! Ich hab das schon seit Folge 3 oder so gecheckt. 2, 3, wann war das? Also los, worauf warten wir noch? Ich werde im Schlummerwald finden, wir Hilfe! Na, na los, let's go! Es kommt doch die Legis vor dem Champion. Huch, was macht ihr denn hier, Maike und Hop? Sag jetzt bloß nicht, Maike hat das Champ-Badge sausen lassen. Weißt du es etwa noch nicht, Sanya? Liga-Präsident Rose hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein riesiges Chaos. Was sagen Sie da? Ist das wahr? Ich war bis eben schon mal weit, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist alles völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Also...
Da wäre zuerst dieser schwarze Wirbel, der über dem Chlorstadion erschienen ist. Wie nannte der Liga-Präsident ihn gleich noch? Ach ja, die finstere Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sage ich dir. Aber darüber mache ich mir gerade keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder in den Griff. Da bin ich mir sicher. Stopp! Halt, Pause! Haben Sie gerade finstere Nacht gesagt? So hieß der schwarze Wirbel, der vor langer, langer Zeit beinahe ganz Gala zerstört hätte. Aber eins verstehe ich nicht. Was führt euch ausgerechnet hierher, Michael? Wir suchen das Pokémon des Schildes! Nee, wir wollen die finstere Nacht aufhalten. Ihr wollt die finstere Nacht aufhalten? Heißt das, ihr seid hier, um die Pokémon des Schwertes und des Schildes zu suchen? Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Schlummerwald. Ich komme so schnell ich kann. Es gibt nur noch eine Sache, die ich vorher klären muss. Drei Top-Beleber? Okay, danke. Let's go! Wir wollen das Legifang. Hatte King keinen Meisterball? So, was du tun wirst, mein Mädchen. Du bist ja schließlich ein waschechter Pokémon-Trainer. Michael, es gibt keine Garantie, dass wir dieses Mal von diesem seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber selbst wenn, wir und unsere Pokémon sind inzwischen viel stärker als damals. Und es kriegt so schnell niemand klein. Wenn ich es mir recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen, als wir versucht haben, dieses Volley zu finden. Und das nächste Kapitel der Legende von Hopp spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's! Okay. Oh, hier gibt es noch diese Noob-Pokémon. Die würde ich am besten vermeiden. Der Ort sieht auf jeden Fall anders aus. Oder wirkt das nur so? Hat sich der Ort nicht leicht verändert? Oder ist das nur die Kamera? So, hier lang. Hier können wir durch. Oder? Hier ist was. Ein neuer Bereich. Sind die stärkere Pokémon? Ja! Ja, hier sind stärkere. Smogmog. Gala Smogmog gibt es hier. Interesting. Oh Mann, ich dachte, wir despawned. Na, oh, egal. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich bin schon overleveled, Leute. Die sind auch nicht mal Level 50. Wer die Level 50? Nö, aber die sind es noch nicht mal. Und hier gibt es nur Gala Smogmog? Warum? Oder fast nur. Top Genesung. Wo wollen wir lang? Gehen wir mal hier lang. Oh, das ist Labyrinth. Ja. Nein, ich will nicht angeln. Sorry. Aber da hinten ist ein TM. Ah, hier ist ein Item, nice. Nebelsamen. Wow, super, super toll. Da gab es ein Somnia. Oh, verdammt. Somnia ist ein sehr cooles Pokémon. Das sollte es ja auch eigentlich schon seit der ersten Gen geben. Gab es aber erst viele Jahre später in der fünften Gen. So kleiner Fun Fact, so weil ich gerade nichts zu erzählen habe. Ja. Aber Somnium ist cool. Hier, Somnium. Echt cool. Die Weiterentwicklung ist auch echt stark. Ja, also wie gesagt, das Pokémon sollte es schon seit der ersten Gen geben. Warte, ich bin viel zu viel overleveled. Das Vieh wird sofort sterben. Pff. What was I thinking? Geil, Erfahrungspunkte nochmal bekommen. Super. Ist ein Item. Metallkraut. Ach komm. Ist mir egal, was das für Items sind. Ich will einfach nur durch. Okay. Oh, noch so ein dummes Labyrinth. Ey, ich will nur ans Ende. Item. Rauchball. Ey, wir kriegen so viele neue Items. Das ist echt krass. So. Einen Moment. Okay. Mein Bildschirm war kurz weg. Hi. Das geht's doch nicht. Der Nebel ist ja schon dichter als damals. Oh. Das sind beide!
Da sind sie! Das müssen das Pokémon des Schwertes und das Pokémon des Schildes sein! Tatsächlich ist Sashian weiblich und Zamazenta männlich. Wer hätte es gedacht? Die haben keine Geschlechter, aber der Pokédex scheint das zu widersprechen. Außerdem sah das gerade für mich so aus, als hätte Sashian so weibliche lange Haare. Sah für mich so aus. So blonde Haare, so weiblich lang. Hey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen eure Hilfe. Na nur, warum steht ihr ja so haltlos rum? Was meinst du? Die Pokémon des Schwertes und des Schildes waren doch eben hier. Hast du ja nicht gesehen? Sie sind gerade in den Wald verschwunden. Was fragst du denn da? Was soll ich, war hier weit und breit niemand zu sehen. Aber was, wenn wir dann eben gesehen haben? Eine Vision oder was? Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich habe jede Menge Bücher gewälzt. Darunter auch welche, die nicht aus Galar stammen. In einem davon bin ich endlich auf eine neue Information gestoßen. Das Pokémon des Schwertes heißt Sashian und das Pokémon des Schildes Zamazenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Schlummerfalls geboren. Verstehe, danke Sanya. Okay, wir sind den beiden Pokémon begegnet, selbst wenn es nur eine Vision war. Das heißt, das Schwert und der Schild, die sie bei sich führten, können auch nicht weit sein. Stimmt, die hatten ja ihre Dinger nicht an, die hatten ihr Schwert und ihr Schild nicht dabei. Das habe ich gleich bemerkt. Lol, deshalb sahen die so anders aus. Ich finde aber Sashia mittlerweile besser als... Also ganz am Anfang dachte ich mir so, Zamazenta ist besser, aber für dieses Let's Play, da ist ja alles so ein wenig weiblicher gefeamt, ne? Das sieht man ja in meinem Team, alles ein wenig weiblicher. Da denke ich mittlerweile, dass Sashian besser ist, weil Sashian ist ja angeblich Mädchen. Ja. Ding ist nur, ich will Zamazenta auf jeden Fall ins Team nehmen. Aber man sieht ja, ich habe niemanden, den ich rausschmeißen kann. Und da ist dann auch mein Problem. Ja. Das ist blöd. Ich habe noch Angeln, aber keine Lust. Komm, weiter. Cutscene. Boah, das sieht so schön aus. Seht ihr das an, Maike? Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind der Legende definitiv auf der Spur. Da sind wir. Ein kaputtes Schwert und ein kaputtes Schild. Sieh nur, Maike! Das Schwert und der Schild! Die Legende ist also wahr! Cool. Ups. Nee, ich wollte speichern. Das ist so mysteriös, da muss man speichern. Und jetzt sieht man, wenn ich es aufnehme. Cool. Ich hab rote Augen, oder sieht das nur so aus? Egal. Ja, wir nehmen aber mal das Schild mit. Du erhältst einen rostigen Schild! Rostiger Schild. Mit diesem Schild soll ein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Rost sowie der Zahn der Zeit haben mir noch ihre Spuren hinterlassen. Ja, und das Schwert nehmen wir nicht mit? Okay, ich nehme das Schwert. Also, er kriegt ja Sashian dann. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien wir doch auf uns allein eingestellt, wenn wir denen helfen wollen. Uff. Mysteriös alles. Sollen wir uns eigentlich zurückgehen? Ich gehe noch mal ganz kurz zu Hop. Ich
wollte nicht Y drücken. Weil vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Soll ich nochmal mit ihm reden? Deleon kämpft sicher noch im Stadion von Cloud City gegen die finstere Nacht. Wollen wir mit dem Flugzeug hier noch hinfliegen, Maike? Ja! Okay, raus aus dem Wald hier und dann Abflug nach Cloud City. Oh Gott, was passiert hier nur? Ich wollte heute einen Champ-Kampf machen oder sowas. Roy! Oh, hallo ihr zwei! Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt von dem Champ-Match zwischen Deleon und dir, Maike, ausgebrochen ist. Die Assistentin von Rose meinte, er wolle die Gala-Region mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon ausgibt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn! Ja, das ist doch durchgedreht, der Typ! Mir ist es piep egal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nein, ich muss meinem großen Bruder helfen. Mann, Hopp kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt, das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arena-Leitern und Pokémon rechtzeitig außer Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt gegen unseren Champ? Du willst jetzt bestimmt unseren Champ und dem Rest der Bevölkerung Galas helfen gehen, was? Exakt. Dann bekommt jetzt die finstere Nacht also mit dem unschlagbaren Champ sowie dem stärksten aller Challenger und ihre Rivalen zu tun. Da kann man ja schon fast Mitleid haben, aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint und jetzt ab ins Land mit dir. Tja, ich bin halt so gut, ne? Heilung nicht nötig. Ich wusste, wir kommen irgendwann nochmal hier hoch. Ja, wusste ich. Bitte nicht nochmal kämpfen gegen sie. Die dreht wohl durch. Hey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich meine natürlich. Bitte hilf mir, bitte, bitte. Meine Pokémon haben sich aus einem unbekannten Grund in der Maximilian ist im Stadion aus der Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnt unbeholfene Art. Nein, er hat es auf seine gewohnt professionelle Art wieder beruhigt. Aber wenn sich die anderen Pokémon hier auch dann Maximilian sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Hat ein Pokémon namens Endynalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, neben anderen Pokémon, die deine Maximierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dann maximieren sie am Ende alle Pokémon der Galerie-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Ich flehe dich an, bitte fahr mit dem Aufzug nach das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder des Champs habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ach, jetzt bittest du um Hilfe, ne? Genau, jetzt kriegst du an. Kommst angekrochen. Energiewerk. Digga, das ist so spooky. Da geht es jetzt nicht lang. Du sollst mit Präsident Rose sprechen. Okay. Oh, ich will die ganze Zeit speichern. Weil das so aufregend ist. Was passiert jetzt? Endynalos. Wer ist das? Was soll das denn? Ich will doch nur meinem Bruder helfen. Was? Was passiert? Ich krieg Gänsehaut. Nanu? Was willst du denn hier, Challenger? Die finstere Nacht aufhalten. Oh, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als Endynalos, das stärkste aller Pokémon, das mag ich zu bezeichnen, ist bereits erwacht. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Ja, und für einen bescheuerten, durchgetreten. Du hast keinen Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Gala-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeiten Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich Endynalos Wohnsterne verabreicht. Oh, Digga, was? Das rote Licht, das in Cloud City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um Endynalos zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Gala-Region zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Ich werde dich besiegen. Oh, die Musik. Oh. Oh.
Kabalanzas. Oh shit, der spaßt nicht rum. Er schickt sofort ein richtig starkes Pokémon hin. Damn. Digga. Das war heftig. Ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Ich übertreib? Ich? Glaubst du nicht eher, dass du einen Ticken übertreibst? Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube eher, dass du übertreibst. Definitiv übertreibst du. Ich glaub's nicht nur. Ich bin der festen Überzeugung. Er merkt's nur einfach nicht. Tentantel. In der alten Schachtel. Ja, okay, das Bogen geht eigentlich noch klar. Ich mache jetzt alles mit Inteleon. Weil ich will nicht mehr zu viel Zeit verplempern. Ich will sehen in dieser Folge, was passiert. Oh, nicht Fluch. Ah, dieses Fluch. Okay, passt. Initiative sinkt, aber dafür Angriff steigend und Verteidigung steigend. Oh, super, super, okay, cool. Das Käfer. Ey, ich fühle mich gerade wie im Finale, ne? Ich fühle mich gerade nicht wie als gäbe es dann noch einen Champion-Kampf. Holy shit! Ja, gut! Scheiße. Erstmal warte, Schild, damit ich. Tank bin hier. Mach halt deinen Fluch, ey. Digga. Wie der mich anguckt, wie so ein Psycho! Ich sehe es als erst. Ich krieg richtig Gänsehaut. Ohne Witz, ich krieg richtig Gänsehaut. Fuck. Okay. Lassen wir's. Ich wollte Zuflucht aufladen, aber. Bringt wohl nichts. Bei dem Vieh. Ja, ich weiß ja die Typen gerade nicht. Ey, Silenbrim, ich hoffe, dass du es schaffst. Das ist aber richtig gebufft, ne? Der Typ. Digga, der bufft sich immer noch weiter. Verteidigung hoch, Angriff hoch. Immer, na, jetzt wird er jetzt immer als zweites angreifen und nicht als erstes. Das gibt mir einen hohen Vorteil. Nicht sehr effektiv. Macht aber viel Damage. Gyroball. Alles klar. Haha. Oh, das erinnert mich vorher an Gen 5 Musik. Routine in 2 Level Up, meine ich. Ja, was wird denn einsetzen? Danke, Spiel, dass du es mir nicht sagst. Ich setze mal Cremie ein, das wird schon passen. Mautzinger. Okay, da habe ich jetzt keine Angst. Das Ding ist nicht schlecht. Aber ich würde es nicht gut nennen. Das Ding ist okay. Ja, was kriege ich dafür? Ist mega. Scheiße. Was passiert hier? Vielleicht machen wir die Folge extra lang. Ich will nämlich direkt an Anfang nächster Folge den Champion-Kampf machen. Ohne so einen Blödsinn. Nice. Ein Volltreffer. Nice. Die kann ich jetzt am besten gebrauchen. Auch im Champkampf, bitte. Oh, die Bremen und Cremie sind down. Kacke. Klick die Klack. Ist das ein Witz? Lustig war der nämlich nicht. Vorletztes oder letztes Pokémon bei ihm, ich weiß gar nicht. Beleber. Ich will, dass sie Level-Ups bekommen. Das brauchen die nämlich. Oh, Alter.
Der Typ denkt, der macht was richtig. Aber er macht's nicht. Der denkt gerade nur daran, wie schön alles werden kann. Wie lange wir leben können. Er denkt aber nicht daran. Dass er gerade alle umbringen könnte. Daran denkt er nicht. Why? Ich weiß, ich verschwende meine Beleber. But I don't care. Ich mach, was ich will. Ein Volltreffer. Was? Es gibt es mehrere Male? Oh, zweimal drum. Heilige Scheiße. Ich muss so den Teller wechseln. Nice. Nicht so oft. Nicht so oft. Oh, Gott sei Dank. Ich heile mich lieber nochmal, bevor ich mich angreife. Ja. Digga, die Musik ist so episch. Der ganze Aufbau hier ist mega episch. Was war das für ein Ei? Wer ist Endynalos? Glaube ich, hieß er nicht Endynalos? Ich glaube schon. Scheiße, tut das weh. Aber er tut sich damit selber weh. Das passt mir eigentlich. Ich habe genug Heiltränke. Der killt sich am Ende nur selbst. Und irgendwann wird er sich auch mal heilen gehen. Vielleicht. So, weißt du was? Ich brauche nicht heilen. Ich krieg ihn jetzt locker auch so down. Nein, der fängt an! Damit habe ich nicht gerechnet. Er lebt noch. Aber jetzt wird er sterben. Stirb! Ding war stärker, als ich erwartet habe. Hat mich mehrere Beleber gekostet. Level für Intellion Level 63, Alter, Digga. So OP. Patinaraya, was ist das denn? Ist das hier dieser Elefant? Ja, oder? Ich glaube, das ist der Elefant. Oh, mein letztes Pokémon. Das sieht aber nicht gut für mich aus. Tja. Ja, es ist der Elefant. Mach das auch? Mach das auch, Dynamax? Ja. Ich werde dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Ja, mach das. Giga Dynamax! Digga, was ist das denn für ein Vieh? Das sieht aus wie so ein Steinblock. Das ist überhaupt kein Elefant mehr. Oh, du wirst so verrecken, mein Freund. Du wirst sowas von verrecken. Deine Hoffnung! Bam! Fuck. Gerade auch so überlebt. Ganz knapp. Oh oh. Ich hab Angst. Also gut, mit meiner nächsten Attacke werden die Karton hoffentlich. Wenn die Karten hoffentlich neu gedeckt. Gigastahlschlag. Oh oh. Ah, nicht so effektiv. Tja.
Ich würde sagen, dumm gelaufen, mein Freund. Dein Ende ist hier und jetzt. Oh, was epischer Kampf. Digga, war das krass. Eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Höchst beeindruckend, liebe Maike. Kein Wunder, dass dir der unschlagbare Champ unserer geliebten Gala-Region dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir bleibt leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschaffen werden. Aus diesem Grund habe ich Endynalos erweckt, aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Delion hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor dem bösen Drachen schützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat Endynalos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgehen, Hop, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört? Da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon nicht den Kampf in den Kopf nicht runter. Ja. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena-Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben.